Willkommen zur zweiten Folge heute von Yoga in der Schwangerschaft. Ich bin Cecilia, ich habe heute Marielle dabei. Sie wird euch zeigen, wie die Übungen mit Bauch aussehen. Heute soll es darum gehen, den Schultergürtel zu stärken und den Rücken zu stärken. Ihr braucht heute nur eine Decke oder ein großes Handtuch, einfach damit ihr ein bisschen erhöht sitzen könnt und nachher eure Knie gut unterstützen könnt. Wie immer gilt, jede Schwangerschaft ist sehr individuell, also achte einfach gut auf dich. Mach Pausen, wenn du Pausen brauchst. Wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt, dann lass die Übung einfach weg. Und falls Risikofaktoren bestehen, dann lass dir einmal grünes Licht geben von deiner Hebamme oder deinem Arzt, deiner Ärztin. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Wir starten, wie auch in der ersten Folge, im Sitzen. Also richte dich gut ein, nimm einen gemütlichen Sitz ein, gerne auch erhöht auf einer gefalteten Decke, einem gefalteten Handtuch. Gerne im Schneidersitz. Es ist gar nicht schlimm, wenn die Knie nicht auf den Boden kommen. Dann schieb deine Füße so ein kleines Stück von dir weg, damit du einfach gemütlich aufrecht hier sitzen kannst. Und dann lass die Hände dahin fallen, wo sie einfach hinwollen und schließ mal für einen Moment die Augen. Gib dir hier einen Moment Zeit, um anzukommen. Zieh mit der Einatmung die Schultern nochmal ganz weit zu den Ohren. Mit der Ausatmung und einem Seufzer lass sie fallen. Noch zweimal so. Und dann lass den Atem ganz tief fließen. Und spür einmal rein, wie geht's dir gerade? Wie bist du heute auf deiner Matte? Was bringst du mit? Lass den Atem gerne rauschen, fließen. Und dann schick den Atem richtig in deinen Bauch, zu deinem Baby. Schick die ganze Energie in deinen Bauch. Atme gemütlich und langsam aus. Ein, voller Lungenbauch geht raus. Gemütlich langsam aus. Atme so in deinem Tempo weiter. Und dann nimm diese tiefe Atmung weiter mit in die Praxis. Mit der nächsten Einatmung bring die Hände vor deinem Herzen zusammen. Flatter ganz liebevoll deine Augen auf. Mit der nächsten Ausatmung verschränkst du die Finger ineinander, schiebst die Faust von dir weg, mach den Rücken ganz rund. Atme ein, öffne die Faust, zieh nach oben, mach dich lang. Und atme aus, bring die rechte Hand zum Boden, zieh dich weit rüber. Atme ein, komm hoch. Aus, andere Seite nach links. Ein, komm hoch. Und aus, dreh nach rechts auf, linke Hand zum rechten Knie. Ein, komm hoch. Und aus, linke Seite. Ein, komm hoch. Verschränk die Finger, zieh die Faust ganz weit nach vorne, Rücken rund. Ein, hoch. Und aus, lehn dich nach rechts. Ein, komm hoch. Und aus, rüber nach links. Ein, komm hoch. Und aus, dreh dich nach rechts. Ein, zurück. Und aus, nach links. Ein, komm hoch. Verschränk noch einmal die Finger. Schieb ganz weit die Faust von dir weg. Atme hier aus. Verhack die Daumen. Atme ein, schieb die Hände noch mal weit nach oben. Volle Lunge hier. Und atme aus, schüttel aus. Löse hier. Und dann schieb einmal die Füße nach vorne, die Beine nach vorne. Locker hier einmal alles aus. Mach die Fußgelenke ein bisschen warm. Und dann mach auch deine Handgelenke so ein bisschen warm. Du kannst ein bisschen durchbewegen, mal ganz fest öffnen, schließen. Sehr schön. Dann alle Finger nochmal ineinander geben und so kleine Achten fahren. Und dann stütz dich einmal hinter dir ab, komm von deiner Erhöhung runter, befreie deine Matte einmal von deinem Hilfsmittel und komm mit uns in den Vierfüßlerstand. Zieh jetzt gerne deine Socken aus, falls du noch welche anhast. Und wenn du magst und deine Knie unterstützen willst, dann leg hier dein Handtuch oder deine Decke ungefähr dahin, wo jetzt deine Knie hinwollen, im Vierfüßlerstand, das ist ein bisschen weicher. Und hier kannst du dir jetzt so ein paar ganz intuitive Bewegungen geben, um deine Wirbelsäule aufzuwecken. Das kann so ganz klassisch Katze-Kuh sein oder vielleicht auch so ein bisschen zu den Seiten rollen, kreisen,
Vielleicht will der Kopf auch ein paar Kreise mitziehen, die Hüfte. Alles einfach ein bisschen durchbewegen. Sehr schön. Und dann setz die Zehen hinten auf, wander die Knie ein bisschen breiter. Und dann bring dein Gesäß zu den Fersen, wander die Hände ganz weit nach vorne und stell die Finger auf für eine ganz aktive Kindeshaltung. Häng dich hier mal richtig schön in deinen Schultergürtel rein. Kannst auch so ein bisschen wippen. Und hier kommen wir auch in einen kleinen Flow. Du kannst direkt mitmachen oder auch erstmal zuschauen. Atme hier tief ein und mit der Ausatmung setzt die Hände auf, schieb dein Gesäß nach oben, herabschauender Hund. Lauf dich hier kurz ein bisschen ein. Und dann finde hier Stille. Atme ein, komm weit nach oben auf die Zehenspitzen, Beine fest. Atme aus, Knie zur Matte. Atme ein, komm nach vorne, kleine Wellenbewegung, Cobra-Variation, Herzöffnung. Und wander die Knie ein bisschen breiter, atme aus, aktive Kindshaltung. Häng dich schön in den Schultergürtel rein, atme hier ein. Und aus, setz die Hände auf, Hüfte geht nach oben, herabschauender Hund. Atme hier tief ein, komm nach oben auf die Zehenspitzen. Und aus, löse auf, Knie zur Matte. Ein, komm nach vorne, Cobra-Variation. Und schieb zurück, atme aus, häng dich in den Schultergürtel, atme hier ein. Und aus, drück mit den Händen in die Matte, bring das Gesäß nach oben, Hund. Atme ein, komm hoch auf die Zehenspitzen, Beine fest. Und aus, löse auf, lass die Knie sinken. Ein, komm nochmal nach vorne. Und aus, Knie weit, aktive Kindshaltung. Einatmen hier. Und aus, press in die Matte, schieb das Gesäß hoch, herabschauender Hund. Atme ein, komm hoch auf die Zehenspitzen, atme aus, löse auf, senk die Knie ab. Ein, komm nach vorne. Letztes Mal. Atme aus, aktive Kindshaltung. Atme hier ein. Und aus, letztes Mal, komm nach oben, schieb das Gesäß hoch, lauf dich hier nochmal gut aus. Tiefe Atmung. Du kannst mit dem Kopf nochmal ja-ja schütteln. Nein, nein. Vielleicht nochmal tief einatmen, mit einem großen Seufzer wieder aus. Einmal einatmen und mit den Lippen blubbern wieder aus. Und dann mit ganz breiten, kleinen Schritten wander an den Anfang deiner Matte. Wenn dein Kreislauf das jetzt noch gut mitmacht, dann lass dich hier noch einmal kurz aushängen. Greif einmal deine Ellbogen gegenüberliegend und schwing hier so ein bisschen von einer Seite zur anderen. Der Kopf darf nochmal ja-ja nicken, nein-nein schütteln. Lass deinen Kiefer ganz locker, löst die Zahnreihen voneinander. Und dann beug die Beine ganz tief, bring die Hände zu den Knien und mit geradem Rücken ganz kraftvoll komm nach oben. Sehr schön. Und dann kannst du deinen Stand so ein bisschen verkleinern, hüftbreit. Schau, dass du dein Gewicht richtig gut auf die Füße verteilst, auf Fersen, Ballen und Zehen. Und dann finde ich hier einen ganz aufrechten, ganz aktiven Stand. Und von hier shifte dein Gewicht auf die linke Seite. Löse deinen rechten Fuß und bring ihn so schräg hinter deinen linken. Und schau mal, dass deine Hüfte trotzdem nach vorne ausgerichtet bleibt. Und dann atme ein, bring die Arme weit nach oben. Greif mit deiner linken Hand das rechte Handgelenk, atme aus, komm ganz weit rüber, nach links. Blick geht nach oben, atme ein und aus. Lass den Atem hier ganz tief fließen. Letztes Mal ein, hier zieh dich nochmal lang. Und auslöse, auf, komm zurück, finde hier wieder einen hüftbreiten, ganz aktiven Stand. Zieh dich ganz gerade und dann shifte das Gewicht auf rechts, löst den linken Fuß, bring ihn schräg hinter rechts, die Hüfte ist nach vorne ausgerichtet, kippt auch so leicht nach vorne, atme ein, bring die Arme weit nach oben und dann greif mit deiner rechten Hand dein linkes Handgelenk und dann zieh dich hier mal ganz weit rüber. Tiefe Atmung, hier Blick geht nach oben.
Letztes Mal tief ein. Und aus, löse auf, komm zurück. Hüftbreiter Stand. Mach nochmal alles ganz fest. Du kannst die Zehen nochmal zu dir ranziehen, aufspreizen und von außen nach innen einzeln ablegen. Dann mach hier deinen Fußspann ganz fest, zieh die Kniescheiben nach oben, kipp die Hüfte leicht nach vorne, zieh die Schulter nochmal zu den Ohren und nach hinten unten. Und die Arme sind ganz aktiv an der Seite, an den Seiten des Körpers. Das ist die Berghaltung. Nimm hier einen ganz tiefen Atemzug und spür einmal nach, wie fühlt sich dein Körper gerade an. Und von hier wander den Schritt wieder mattenbreit. Die Füße zeigen leicht nach außen. Und dann lass deinen Kopf Richtung Brustbein sinken. Dein Kinn geht Richtung Brustbein. Und von hier Wirbel für Wirbel roll dich ab. Die Knie beugen. Und ganz locker kommst du hier zurück zur Matte, bis die Hände die Matte berühren. Und auch hier ganz locker shifte dein Gewicht auf links, tritt mit rechts zurück, leg das Knie ab, nimm den linken Fuß dazu, das linke Knie dazu, mach hier nochmal so ein paar ganz intuitive Bewegungen mit deiner Wirbelsäule, mit deinem Rücken. Alles nochmal gut bewegen. Und dann schieb dein Gesäß nach hinten, komm hier auf deine Fersen, die Zehen sind aufgestellt und du kannst dir hier auch helfen und die Zehen nochmal so richtig nach vorne rausholen, dass du ganz viel Auflagefläche hast. Wenn das hier ungemütlich wird für deine Gelenke, dann leg dir gerne was zwischen Fersen und Gesäß, zum Beispiel deine Decke. Du kannst dich darauf setzen, vielleicht knackt es bei dir auch ein bisschen. Und dann atme ein, bring die Arme nach vorne 90 Grad. Bring rechts unter links, verknote alles so, dass deine Handflächen wieder aufeinander kommen. Ich zeige euch das auch mal von der Seite. Und dann ziehst du hier die Schultern nach unten, die Ellbogen nach oben, atmest ganz tief in den oberen Rücken ein und ganz entspannt wieder aus. Atme ein, ganz viel Raum im oberen Rücken. Entspannt wieder aus. Ein, ganz viel Platz im oberen Rücken, schieb die Ellbogen noch ein Stück weiter hoch. Gemütlich aus. Letztes Mal ein hier. Und auslöse auf, knote alles wieder aus und dann schüttel einmal deine Arme aus. Nimm die Hände hinterm Rücken zusammen, verschränke die Finger, zieh die Faust weit weg von dir, öffne hier einmal deinen Brustkorb. Atme tief ein und auslöse direkt wieder auf. Und mit der nächsten Einatmung bringst du die Arme wieder 90 Grad vor dich, diesmal links unter rechts, verknote alles wieder gut, Schultern ziehen nach unten, Ellbogen ziehen nach oben, atme tief ein, ganz viel Platz im oberen Rücken. Gemütlich aus. Schließ hier auch gern die Augen, schau mal, ob dein Kiefer noch entspannt ist, ob die Zahnreihen voneinander gelöst sind. Die Zunge darf sich vom oberen Gaumen lösen und einfach ins Zungenbett fallen. Tief ein, hier in den oberen Rücken und gemütlich aus. Nochmal tief ein, schieb die Ellbogen noch ein Stück weiter nach oben. Sehr schön. Gemütlich aus. Letztes Mal hier ein. Und aus. Und dann löse hier auf, schüttel einmal die Arme aus, verschränk die Hände nochmal hinterm Rücken zu einer großen Faust und schieb sie von dir weg. Herzöffnung hier. Und auslöse auf. Und dann befreie dich hier wieder von deinen Hilfsmitteln. Komm nochmal in den Vierfüßlerstand. Die Füße sind jetzt vielleicht ein bisschen steif geworden. Dann leg den Fußrücken hier ab und fächer die so ein bisschen aus. Klopf die ein bisschen auf deiner Matte aus. Und dann wander die Knie nochmal mattenbreit. Shifte hier zurück in die Kindshaltung. Wander mit deinen Händen ganz weit nach vorne und zieh den Rücken ganz lang. Tiefe Atmung hier. Wir bleiben für 3 Atemzüge. Und dann komm langsam wieder nach vorne, Vierfüßlerstand. Stell die Zehen nochmal hinten auf. Und mit der Ausatmung schieb dein Gesäß ganz weit nach oben herabschauen. Der Hund hier nochmal ein bisschen aktiv. Mit der nächsten Einatmung kommst du auf die Zehenspitzen, machst die Beine ganz fest. Atme aus, löse auf. Das Ganze machen wir noch 4-mal. Atme ein, komm hoch.
Und aus, löse auf. Ein, hoch. Aus, löse auf. Schieb dich aus dem Schultergürtel raus. Ein, komm hoch. Aus, löse auf. Letztes Mal. Ein, komm hoch. Halte hier für drei, für zwei, für eins. Und dann löse auf. Bring auch die Knie zur Matte. Wander sie nochmal mattenbreit. Lass die Füße gerne aufgestellt. Schieb dich hier nochmal zurück in so eine aktive Kindshaltung. Stell auch die Hände vorne auf. Häng dich hier in den Schultergürtel rein. Du kannst auch mal nach rechts und links schaukeln. Tief atmen hier. Lass den Kiefer ganz locker. Und dann komm langsam wieder nach oben. Wander die Hände zu dir. Und dann finde nochmal einen gemütlichen Sitz. Gerne wie am Anfang von dieser Sequenz. Gerne auch wieder erhöht. Und dann zieh einatmend die Schultern nochmal zu den Ohren und ausatmend mit einem Seufzer lass sie fallen. Noch viermal so. Zweimal. Letztes Mal. Atme aus, ganz leere Lungen. Atme ein, zieh die Arme nochmal weit nach oben, mach dich lang. Und aus. Lass die Hände auf die Knie fallen, auf die Oberschenkel oder gerne auch auf deinen Bauch. Lass die Atmung hier nochmal ganz tief fließen. Und dann schau mal, wie sich gerade dein Rücken anfühlt, dein Brustkorb anfühlt, dein Schultergürtel. Vielleicht konntest du hier ganz viel Raum schaffen. Vielleicht fließt die Atmung auch automatisch ein bisschen tiefer als vor der Stunde. Und dann darfst du hier jetzt alle Anspannungen, die du noch in deinem Körper spürst, an die Matte unter dir abgeben, einfach von dir abfließen lassen. Du kannst in Gedanken auch meine Worte nachsprechen. Mit der Einatmung sagst du dir, mein Baby und ich sind ganz entspannt. Und mit der Ausatmung, ich lasse alle Anspannung los. Ein, mein Baby und ich sind ganz entspannt. Und aus, ich lasse alle Anspannung los. Nochmal so ein. Mein Baby und ich sind ganz entspannt. Und aus, ich lasse alle Anspannung los. Finde hier dein Tempo für deinen Atem. Und dann bring deine Hände nochmal vor deinem Herzen zusammen. Nimm dir einen Moment Zeit, um dich bei dir selbst zu bedanken, dafür, dass du dir die Zeit nimmst, dich um dich, deine Schwangerschaft, dein Baby zu kümmern, um eure Gesundheit, euer Wohlbefinden. Und dann löst die Hände, leg sie auf deine Oberschenkel, flatter ganz liebevoll deine Augen wieder auf. Willkommen zurück. Ich hoffe, dir geht's gut und dir hat die Einheit gefallen. Die kannst du auch immer in deiner Schwangerschaft machen, egal wie weit du schon bist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es dir heute gefallen hat, dann lass uns gerne einen Daumen hoch da. Und wenn du keine weitere Folge verpassen willst, dann abonniere unseren YouTube-Kanal Gesund durchs Leben.